Guten Morgen zusammen. Heute haben wir was Besonderes vor. Heute möchte ich euch mitnehmen auf die Bundesgartenschau in Mannheim. Da möchte ich euch einen ganz besonderen Garten zeigen, und zwar den Naturentdeckergarten des Naturgartenvereins, also des Naturgarten e.V. Ich weiß nicht, wer von euch den Naturgartenverein kennt und wer vielleicht auch schon Mitglied ist. Ich bin wirklich kein riesen Vereinsfan. Ich bin in einem Sportverein, leider zu selten vor Ort. Und ich bin im Naturgartenverein Mitglied. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, der sich für naturnahe Gartengestaltung interessiert. Der Naturgartenverein, der engagiert sich für eine biodiversitätsfördernde Begrünung, also generell bei Grünflächen, in Gärten, in Parks. Und im Naturgartenverein gibt es eine unfassbare Menge an Experten, an Fachleuten, jede Richtung, Entomologen, also Leute, die sich mit Insekten super auskennen, jede Menge Botaniker, Biologen, aber auch ganz viele aus der Praxis, also Gärtner natürlich, Planer, alles. Und vor allem ganz, ganz viele naturbegeisterte Menschen, so wie ihr, hoffe ich mal. Und das ist ein Netzwerk, was man da im Naturgartenverein hat, also mit den Regionalgruppen, die es gibt. Da gibt es überall vor Ort dann Leute in ganz Deutschland, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man in Kontakt treten kann, wo man einfach Erfahrungen auch sich vermitteln kann gegenseitig. Also das Netzwerk ist wirklich unschätzbar. Und als Bonus bekommt man, wenn man Mitglied ist, auch noch viermal im Jahr die Zeitschrift Natur und Garten zugesendet. Und die möchte ich euch jetzt auch mal ganz kurz zeigen. So sieht die Mitgliederzeitung aus, die heißt Natur und Garten, kommt viermal im Jahr und ist eben nicht nur ein paar hübsche bunte Bilder, also es sind auch hübsche bunte Bilder drin, aber es geht eben wirklich auch sehr, sehr in die Tiefe, sehr, sehr detailliert, welche Tierarten kommen wo vor, was kann man wie wo begrünen. Es sind immer schöne Beispiele auch drin, wie man so einen Garten anlegen kann. Zum Beispiel auch jetzt hier speziell, in dem Fall geht es jetzt um naturnahe Kleingärten, also Gärten in Kleingartenanlagen, was man da eben alles machen kann, zumindest sofern es die Satzung erlaubt. Die sind da ja oftmals etwas restriktiver, aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, da was gegebenenfalls dran zu ändern, weil es gibt echt für jeden Standort gibt es eine Möglichkeit, was zu machen. Und natürlich geht es hier jetzt in dem Buch auch speziell darum, was man im Kleingarten eben auch anbauen kann. Ich meine, es soll ja nicht nur um die Tiere gehen, sondern im Kleingarten geht es ja vor allem auch um die Selbstversorgung und um leckeres, gesundes Gemüse. Ich kann es nur empfehlen, sich im Naturgartenverein oder im Naturgartenverein Mitglied zu werden. Schaut es euch einfach mal an. Ich schreibe euch die Webseite unten in die Beschreibung rein. Also, jetzt nochmal los. Wir gehen jetzt auf die Bundesgartenschau und schauen uns den Schaugarten des Naturgartenvereins da vor Ort an. Wir haben heute nämlich einen Termin mit der Birgit Helbig. Die hat den Naturgarten, den Schaugarten dort geplant und auch umgesetzt. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wie es da aussieht. Los geht's! So, da werden wir durch die Kassen durch, vorbei an der netten Security. Die Jungs sind klasse. Grüße gehen raus an euch. Und dann geht's vom Haupteingang einfach nach rechts weg, da den Weg entlang immer weiter. Dann kommen wir durch die schöne Blumenhalle geradeaus durch. Dann geht's nochmal durch den Klimabereich, der betoniert und geschottert ist, warum auch immer. Vorbei an der großen Hauptbühne, direkt danach geht es dann rechts rein, dann gleich wieder links. Und dann laufen wir auch schon direkt auf den Naturentdeckergarten zu. Hi Birgit. Grüß dich, Bertolt. Hi, schön dich hier zu sehen. Ja, super. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass es heute klappt und dass du uns heute den Garten, den du ja gestaltet hast hier, dass du uns den heute mal ein bisschen genauer zeigen kannst. Ich bin schon richtig, richtig gespannt. Ich habe den Garten ja bisher noch gar nicht gesehen, nur auf den Bildern, die immer wieder auf Facebook und auf anderen Plattformen irgendwo veröffentlicht werden. Aber ja. Naturentdeckergarten, so hast du ihn richtig genannt. Hast du ihn so genannt oder hat den der Verein so? Das war tatsächlich die Idee. Der Garten kam ja zustande über einen Wettbewerb im Naturgarten e.V. Da durften also die Planer verschiedene Konzepte einreichen und unsere Mitgliederversammlung hat dann das ihnen am besten gefällt, ausgewählt. Ich habe auch mit abgestimmt. Ja, schön. Ja, ja, ja. Ich hoffe, du hast für den Naturentdeckergarten gestimmt. Ja, absolut. Und die Idee war einfach, wir haben ja hier so um die 400 Quadratmeter. Mhm. Das entspricht so in etwa dem gängigen Neubaugebiet Familiengarten.
Ja, zumindest da, wo noch ein bisschen mehr Platz ist in den Bereichen. Bei uns so im semiländlichen Bereich kenne ich das so, ist das so eine gängige Größe. Ja. Und da passiert ja momentan viel Unschönes, um es mal vorsichtig auszudrücken. Leider, ja. Und wir wollten, oder ich wollte, das war die Idee für meinen Wettbewerbsbeitrag, mal zeigen, was kann ich denn auf so einer Fläche wirklich für die ganze Familie als Naturerlebnis oder Naturentdeckergarten gestalten. Und das Ergebnis sehen wir jetzt hier. Ah, okay. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Garten für besonders viel Biodiversität, sondern eben auch für die Kinder. Einerseits, dass die was zum Spielen haben, andererseits aber vielleicht auch für die Erwachsenen, dass die... Absolut. Okay. Also mein Credo ist ja, Menschen und Natur zusammenzubringen, also Lebensraum für Mensch und Natur zu bauen, weil es ist ja, ein Garten ist immer noch was wir ja auch für uns selber machen. Ne? Also wenn ich jetzt bei mir zu Hause einen Garten anlege, dann möchte ich ja auch Freude dran haben, Mensch. Das stimmt. Wenn dann natürlich die Natur noch davon profitiert, ist das eine Win-Win-Situation und die können wir ganz leicht erreichen, eben indem wir eine naturnahe, strukturreiche Gestaltung machen. Was wir hier sehen können, was wir hier zeigen. Ja, und ich denke mal, gucken wir es uns einfach an, dann siehst du, wie es aussieht. Ich bin schon richtig gespannt. Ja? Gehen wir rein. Jawohl, los geht's. Gerne. Ja, da sind wir in unser Stumpery, unser Schattenbeet. Und es ist ganz spannend, jetzt im zeitigen Mai blühen da schon ganz tolle Pflanzen. Man denkt ja immer, im Schatten blüht gar nichts. Und wir haben jetzt wirklich schöne Geschichten. Einmal hier unseren braunen Storchschnabel. Das Geranium feum, das gerade wirklich wunderbar blüht. Dann, ja, die sieht jetzt leider ein bisschen verkrüppelt aus, aber auch die Bergflockenblume ist natürlich eine ganz, ganz tolle Pflanze für den Halbschatten und Schatten. Was haben wir noch? Immenblatt haben wir hier. Nomen ist Omen natürlich für die Insekten, was ganz, ganz toll ist. Dann das Waldvergissmeinnicht dahinter gleich, eine schöne blaue Wolke, die Akelei. Also es gibt wirklich so viele Pflanzen, die im Schatten wachsen. Natürlich haben wir auch was für die Küche, beziehungsweise für die Bowle, unseren Waldmeister, der jetzt auch gerade schon in Blüte gegangen ist. Und gleich daneben, man darf es ja nicht vergessen, Gräser sind auch was ganz Tolles. Da haben wir die Schneehainsimse stehen, das Luzula nivea. Und ich denke mal, die steht in den Blüten mancher Blume nichts nach. Ja, später im Jahr werden wir dann noch Walderdbeeren hier ernten können, wir werden Engelwurz sehen. Also ich denke auch, der Schatten ist wirklich eine Fläche, wo man mit heimischen Wildstauden wunderschöne Bilder zaubern können. Totholz haben wir hier auch in allen Größen und Formen. Und das Tolle ist, es ist alles vom Gelände der Buga geborgen. Also wir haben hier wirklich recycelt. Und Totholz ist natürlich nicht nur hübsch, das ist auch ein toller Lebensraum. Da entstehen ganz viele Lücken, das wird langsam vermodern. Da können Käfer drinnen leben, da kann der Igel reingehen, da kann eine Erdkröte drin überwintern. Also für uns toll zum Angucken und wunderbarer Lebensraum noch für unsere Tiere. Ja, oft werden wir hier gefragt im Buga-Garten, ja, ist denn das eine Ringelblume? Die sieht aber ganz anders aus, wie die ich in meinem Garten zu Hause habe. Und ja, es ist eine Ringelblume, aber es ist die Wildform. Wir haben hier die Ackerringelblume. Die ist deutlich kleiner, obwohl sie hier sehr, sehr hoch wächst. Wir haben hier sehr nahrhaften Boden. Aber es ist die Wildform der bekannten Arzneiringelblume. Steht der in Schönheit nichts nach. Blüht hier im Buga-Garten jetzt seit 4 Wochen ununterbrochen und ist eine wirklich tolle Staude hier auch in der Fläche. Ja, und weil wir hier gerade in der Ecke sind, auch was ganz Spannendes. Im Naturgarten können wir ja Tiere pflanzen. Und ein schönes Beispiel sehen wir hier gerade. Wenn wir hier mal ganz genau hingucken, dann haben wir hier die Raupen des Königskerzenmönches. Und logischerweise fressen die jetzt gerade unsere Königskerze ab. Und was soll ich sagen? Das dürfen sie auch. Wir sind hier im Naturgarten, wir wollen ja die Biodiversität fördern. Diese Tiere, die sind wirklich auf eine ganz bestimmte Pflanze, eben in dem Fall die Königskerze, angewiesen. Und deswegen dürfen die hier auch sein. Und würden sie sie jetzt wirklich auffressen, dann haben wir noch ein paar andere hier im Garten, die dann dafür weiter wachsen und blühen dürfen. Dann haben wir natürlich auch noch was für unsere Wildbienen getan, und zwar nicht in Form von Wildbienenhotels, die haben wir zwar auch,
Aber wir haben hier wirklich eine bestehende Struktur weiterentwickelt. Und zwar haben wir hier unsere Lehmnistwand. Leider scheint jetzt nicht die Sonne. Wenn die Sonne scheint, dann sehen wir hier auch immer wirklich Wildbienen, die ihre Gänge da reinbauen. Man sieht die dann bloß nicht mehr, weil die Verschlüsse die gleiche Farbe haben, logischerweise wie die Wand. Aber es gibt auch viele, die einfach kommen, Mauerbienen, und die holen sich dann hier ihr Baumaterial und verschließen dann damit ihre Nistgänge im Totholz oder eben in unseren Insektenhotels, die wir ja auch aufgebaut haben. Kann man im eigenen Garten auch leicht nachbauen. Ist wirklich eine schöne Struktur. Und dann natürlich immer noch schön begrünt mit Sedum und so weiter. Also da ist eure Kreativität auch keine Grenze gesetzt. Ja, was wir hier auf dem Buga-Gelände auch gefunden haben, das ist so ein ganz toller Sandstein, der ist irgendwann mal bearbeitet worden. Und für uns war das jetzt eine schöne Gelegenheit, hier noch mal eine kleine Tränke, eine kleine Wasserstelle einzubauen. Wir haben zwar den großen Teich, aber für viele Insekten und auch für manche Vögel ist es eigentlich ganz schön, wenn sie auch so eine kleine Wasserstelle haben. Und deswegen sieht man das jetzt hier. Das könnt ihr bei euch im Garten oder auf dem Balkon ganz wunderbar nachbauen. Wichtig sind immer hier diese Strukturen, damit die Tiere wirklich gefahrlos auch ans Wasser ran und aus dem Wasser wieder rauskommen, eben auch Insekten zum Beispiel. Ja, jetzt sind wir in unserem Teich. Eine ganz spannende Stelle auch. Hier ist das Sumpfbeet, einmal der Überlauf von unserem Teich, aber auch das Wasser, das Überschüssige, das hier den Berg runterläuft, kann da versickern. Und ihr seht, auch da blüht es natürlich toll. Im Moment, ja, gerade aufgeblüht ist jetzt hier wirklich eine Sumpfdistel auch. Also man denkt es ja gar nicht, aber auch im Sumpf kann eine Distel wachsen. Und alle Disteln sind ja eigentlich total beliebt bei den Insekten. Aber leider nicht alle Disteln sind geeignet für den Naturgarten, muss man auch dazu sagen. Wir jäten hier sehr, sehr viele Ackerkratzdisteln. Aber die Sumpfdistel darf hier natürlich sein, die haben wir auch gepflanzt. Ja, wir sehen die rote Lichtnelke, die natürlich auch an solchen Stellen noch ganz gut wächst, die wir vorhin schon kennengelernt haben, glaube ich, auch in der Stumpery. Was noch kommen wird, ist hier auch die Pimpinelle, auch ganz spannend. Es gibt da ja den spannenden Ameisenbläuling, der braucht diese Pflanze als Raupenfutterpflanze. Deswegen haben wir die hier auch mit innen. Aber das Gros der Teichpflanzen hat eigentlich so den Höhepunkt dann im Sommer. Wenn vieles schon verblüht ist, dann wird hier am Teich wird eine total schöne bunte Oase sein. Das ist immer ganz schön. Aber wir haben natürlich auch unsere Blühterrassen. Und jetzt gerade wunderschön und auch von den Bienen schon heiß geliebt, die Ochsenzunge. Eins unserer Raublattgewächse, was ganz Feines. Eine ganz, ganz pflegeleichte Pflanze, könnt ihr wirklich überall im Garten halten. Braucht kein Wasser, braucht keine Nährstoffe und blüht und blüht und blüht. Und das nickende Leimkraut genauso. Eine halt von unseren ganz, ganz dankbaren heimischen Wildstauden. Auch schön natürlich, wir haben ja auch viele Pflanzen für Spezialisten, unsere gelbe Reseden. Und mit Sicherheit kommt da unsere Resedenmaskenbiene früher oder später vorbei. Und etwas später haben wir sie dann auch entdeckt, schlafend wegen des schlechten Wetters in der Blüte versteckt. Genau, da haben wir dann noch im Hintergrund auch ganz schön im Frühling da die vielfarbige Wolfsmilch. Wie alle Wolfsmilch natürlich auch bei den Insekten heiß begehrt. Also wir sehen schon, wir haben ganz tolle heimische Wildpflanzen, die es zu entdecken gibt. Es wird hier blühen von jetzt bis, ich denke, August auf jeden Fall. Ja, wer möchte hier nicht Kind sein? Also wir haben ja einen Naturerlebnisgarten, wirklich für groß und klein. Und natürlich wollen die Kinder auch irgendwo spielen. Und was wollen wir? Wollen wir Plastikhäuschen, eine Plastiksandschale? Nee, wir wollen, dass unsere Kinder wirklich mit sinnlichem Material aus der Natur spielen können. Wir haben Sand, wir haben Holz, wir haben Klettermöglichkeiten, die der Natur nachempfunden sind, die gut sind für die Motorik, aber auch gut für die Seele. Und das Tollste ist, wenn das Kind dann groß ist, dann habe ich keinen Plastikmüll, sondern ich habe im Handumdrehen eine tolle Struktur, die ich dann auch wieder bepflanzen kann. Ich kann hier ein Sandarium draus machen, ich kann einen Sandlebensraum anpflanzen, ohne irgendwelchen Müll produziert zu haben. Und ich denke, das ist doch was, das macht so einen Garten dann auch zukunftsfähig.
Wer auf die Buga kommt, wird begrüßt von Wechselflor. Das bedeutet, hier wurden über 200.000 Pflanzen gesetzt, um sie nach 6 Wochen wieder auszutauschen. Das ist nicht unser Verständnis von nachhaltigen Gärtnern. Wir haben auch einen Wechselflor. Das sehen wir jetzt gerade. Das Bergsteinkraut, das verblüht gerade. Und es wird jetzt abgewechselt von unserem Blutstorchschnabel, der gerade beginnt zu blühen. Also auch in unserem Naturgarten wird es das ganze Jahr über blühen, oder zumindest bis in den Sommer rein, wird immer wieder was Neues zu sehen sein, ohne dass wir aber Pflanzen ausreißen und wieder neu pflanzen, sondern unsere Pflanzen erneuern sich von selber. Und deswegen haben wir hier eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Arten, die sich dann wirklich im Lauf der Zeit voneinander abwechseln. Unsere Zwiebelblüher sind jetzt durch. Wir hatten dann wunderbare Bilder zur Eröffnung mit unseren Weinbergstulpen und Muscaris. Und jetzt haben wir eben gerade die Ochsenzungen und den Färberwald. Und in 2 Wochen wird es der Mohn sein und die Kornblumen und die Kornraden. Und wieder 2 Wochen später werden vielleicht die Wiesenwitwenblumen ganz viel blühen. Also ihr werdet immer was Neues entdecken können. Da haben wir schon die erste, die im Eimer blüht. Ihr werdet immer was Neues entdecken können, ohne dass wir ständig Pflanzen wegwerfen und neue Pflanzen einsetzen. Das Einzige, was wir machen, wir müssen ab und zu mal was abschneiden. Das ist normal. Letztendlich sind wir wie die Tiere, die die Wiese abfressen. Aber ansonsten ist das ein Garten, der wirklich Garten sein darf. Und indem ihr auch die Jahreszeiten erleben könnt, ihr werdet dann im Herbst auch ganz, ganz viele Samenstände sehen. Ihr werdet mit Sicherheit Stieglitze sehen, die hier an wilden Katten fressen. Also das ist das. Deswegen haben wir einen Naturerlebnisgarten. So sieht's aus. Und dann gibt's auch noch einen Bereich, den wir nicht gezeigt haben bisher, weil da aktuell noch nicht viel blüht. Das ist die Drachenburg. Das ist dem Naturschutzgebiet Mainzer Sand nachempfunden mit vielen, vielen wichtigen und seltenen Magerrasenpflanzen, die im Sommer richtig schön in Blüte stehen werden. Und ja, zum Schluss noch einen richtig schönen Überblick mal von oberhalb des Springbrunnens, wo man normal nicht hinkommt, über den gesamten Teichbereich. Ich finde, der ist wunderschön gelungen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gut gefallen. Freue mich über ein Abo und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.